علي بن الحسين رضي الله عنهما sagte: إياك والغيبة, hüte dich vor der غيبة, denn die غيبة فإنها إدام كلام الناس. Die غيبة ist sozusagen, sie ist wie die Beilage für die Menschen. Wenn sie sprechen, ist es wie so eine Beilage, von der man, weißt du, wenn du so einen Schüssel von Nüssen vorne hast, ja, immer wieder nimmst du davon. Und wenn die Menschen zusammen sitzen und reden, dann ist es meistens auch unausweichlich, dass sie immer mal wieder über jemanden lästern. Wie so eine Beilage, muss man immer was dazu nehmen, um die Sitzung in eine bestimmte Stimmung zu bringen.